Okay, ich weiß. Nach Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, Telegram, Signal, Grindr brauchen wir da wirklich noch eine neue Social Media App? Ich habe mir für euch Clubhouse angeschaut. Wie es abgeschnitten hat, finden wir es heraus. Nach dem Intro. Juju! Bitte alle einsteigen, der Hype Train fährt in wenigen Minuten los. Willkommen zu einer neuen Episode. Brauche ich das? Nun, nachdem in den Medien zunehmend über einen scheinbar aufstrebenden, super elitären neuen Weg berichtet wird, seine sozialen Kontakte zu pflegen und mit anderen zu engagen und ich eine der exklusiven Einladungen zum Nutzen der App ergattern konnte, möchte ich den Ganzen mal ein wenig auf die Spur gehen und herausfinden, wobei es sich bei diesem Clubhouse eigentlich handelt. Hierzu werde ich euch erst einmal erzählen, worum es eigentlich geht und euch dann anschließend ein wenig durch die App führen. Und am Ende des Videos habt ihr die Möglichkeit, einen der begehrten Invites für die Clubhouse-App zu ergattern. Also, bleibt dran. Was ist eigentlich Clubhouse? Bei Clubhouse handelt es sich um eine Audio-Social-Media-App, die ihren Hype bereits im Sommer in den USA feiern durfte und dort ziemlich viral gegangen ist. Hierbei wird versucht, auf den derzeitigen Erfolg der Podcasts aufzuspringen und diesen, sage ich mal, mit einer interaktiven Komponente zu verbinden. So wird hier auf das gesprochene Wort als auf prestigereiche Bilder oder tiefgründige Texte und Stories gesetzt. In der Clubhouse Audio App ist es den Nutzer möglich, verschiedene Themenkanäle zu betreten, den Live-Podcast zu lauschen und gegebenenfalls sich aktiv an dem Thema oder der Diskussion zu beteiligen. Jedoch schriftlich kommentiert oder geliked kann hier nichts werden. Lediglich das auf sich aufmerksam machen über die Handthemenfunktion in Abhängigkeit von der Nutzerrolle ist möglich. Aber welche Rollen gibt es denn eigentlich? Ja, hier hat der Anbieter derzeit drei unterschiedliche Rollenmodelle vorgesehen. Der Moderator, der Sprecher und der Zuhörer. Die Moderatorrolle erlaubt, Audio-Chats zu starten und andere Nutzer auf die virtuelle Bühne zu holen, um ihnen dann das Mikrofon zu übergeben. Hierbei wird dann der normale Zuhörer zum Sprecher, der sich damit aktiv an der Diskussion beteiligen kann. Die meisten Anwender werden sich aber wohl auf die Zuhörerrolle beschränken und nur bei Bedarf die Hand heben, wenn sie etwas Sinnvolles oder auch etwas Sinnfreies zur Gesprächsrunde beitragen wollen. Ja, und was soll jetzt der ganze Hype? Nun ja, beim Marketingkonzept des US-amerikanischen Unternehmens wird voll und ganz auf die Verknappung gesetzt. So schließt man bisher nicht nur die Android-Nutzer aus, vielmehr bekommt man hier den Zutritt derzeit ausschließlich über eine Einladung. Zwar ist es derzeit möglich, die App aus dem App Store runterzuladen und zu installieren, anschließend landet ihr dennoch erst auf einer Warteliste, bis euch ein aktiver Clubhouse-Nutzer einladet. Sleek, oder? Hype das Ganze wieder angefeuert durch diverse Stars und Influencer, die der App weiterhin diesen exklusiven Touch über soziale Medien verleihen. Getreu einfacher ökonomischer Grundregeln des Angebots und der Nachfrage führt das derzeit, so wie ich finde, zu ziemlich frechen Einpreisungen bei Kleinanzeigen. Hier werden gerade bis zu 50 Euro für die begehrten Invites verlangt. Ja, und dementsprechend tummeln sich derzeit fast ausschließlich die gesamte Elite der deutschen Startup-Szene auf der Plattform. Der Großteil der Kanäle fokussiert sich daher momentan eher auf Marketing, Growth Hacking, Personal Growth Themen. Klickt man sich also hier durch verschiedene Profile der derzeitigen Nutzer, ist mindestens jeder zweite CEO, Entrepreneur, Growth Hacker oder ein Produktspezialist. Beeindruckend. Oh, und dann gibt's da eben mich, so ein richtigen Langweiler-Dude, der sich durch alle Channels stoppt. So, was ist mein Fazit zu der Clubhouse-App? Nun, wo wir uns ein Bild machen können, worum es bei Clubhouse überhaupt geht, will ich auch einmal mein persönliches Fazit ziehen. In welchem Einsatzgebiet sehe ich Clubhouse? The Good. Vorstellen, dass Clubhouse ein weiterer spannender Spot werden kann, an dem man gut networken, Freunde finden, aber auch Marketingaktivitäten wie Lead-Generierung bis hin zu Pitch und Sales vorantreiben kann. Zusätzlich sehe ich hier gute Möglichkeiten, in den derzeit herrschenden Kontaktbeschränkungen Freunde, Bekannte, aber auch Kollegen zu treffen, um sich auszutauschen und sich zusätzlich neues Wissen anzueignen. Sollten wir vielleicht einen Clubhouse-Channel gründen? Lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr darauf Lust habt. Aber weiter im Text. Wo sehe ich denn die Herausforderung für die App? The Bad. Derzeit gibt es keine Möglichkeiten, Inhalte zu moderieren. Zwar können nur ausgewählte Leute sprechen, jedoch hat man keinen Einfluss auf das gesprochene Wort oder die kreierten Gruppen. Hier sehe ich persönlich besonders Herausforderungen für Gruppierungen, wie sie sich bereits auf anderen Plattformen wie Telegram umtreiben, um dort ihren geistigen Durchfall wie Antisemitismus, Verschwörungstheorien oder eben allgemeinen Hass gegen andere Gruppen zu verbreiten. Tatsächlich ist es hier ein leichtes, Falsch- und Fehlinformationen schnell zu verbreiten und Fake News dann leichtgläubig auf Scammer und Betrüger reinzufallen. Also, bleibt wachsam. Ja, und des Weiteren sollte man sich tatsächlich die Frage stellen, ob man eine weitere Plattform braucht, auf der man das Gefühl hat, aktiv sein zu müssen, um seine FOMO voranzutreiben.
Wenn euch das alles jedoch noch nicht genug abgeschreckt hat und ihr verfolgt weiterhin das Vorhaben, der größten Audio-Influencer auf Clubhouse zu werden, ist das eure Gelegenheit zu scheinen. Lasst mir doch mal einen Kommentar da, wieso gerade du unbedingt eine Einladung brauchst und was du damit machen willst. Unter allen Abonnenten, die einen Kommentar hinterlassen, verlose ich jeweils einen der beiden begehrten Einladungen, die ich noch übrig habe. Die Gewinner werden dann per Zufallsgenerator ermittelt und von mir am 31.01. kontaktiert und eingeladen. Ja, das war auch schon meine Zusammenfassung zur Clubhouse-App. Gefällt euch also, was ich hier mache und kommt dabei Lust auf mehr bei euch auf? Lasst mir doch mal ein Like da und folgt mir für weitere spannende Tech-Talk- und Tutorial-Topics. Bis dann, euer Viktor. Ciao.